Willkommen im bezaubernden Sanremo, direkt an der Riviera dei Fiori. Ein Eiscafé Sanremo gibt es in jeder deutschen Stadt. Dabei ist das Original weniger bekannt für Eis als für die pittoreske Altstadt, schöne Strände und das Festival della Canzone Italiana di Sanremo, einem spektakulären Musikfestival. Wir zeigen euch alle Highlights, Sehenswürdigkeiten und die wichtigsten Strände in der beliebten Urlaubsmetropole. Burns Voyage wünschen Bon Voyage. Und Verliermeile, Giacomi, Matteotti. Es ist wirklich für jeden Beutel was dabei, Geldbeutel was dabei, wirklich sehr, sehr schön und schön zu planieren. Vom Eiscafé, alle möglichen Geschäfte, Restaurants und Bäcker. Ja, da hat man wirklich alles hier in der Giacomo Matteotti. Jetzt machen wir uns auf hier in das mittelalterliche Viertel, das schon im 11. Jahrhundert angelegt wurde, La Pigna. Ja, der Name kommt von dem sogenannten Fichtenzapfen auf Deutsch. Es liegt daran, dass das Viertel die Form eines Fichtenzapfens hat und in konzentrischen Kreisen sich jetzt hier diesen Hügel hinauf winden wird. Ja, und ein ganz wundervolles Viertel, auf dessen Spitze die Madonna della Costa Kirche steht. Wir stehen jetzt hier oberhalb des wunderschönen Altstadtviertels La Pigna. Das Viertel heißt La Pigna, weil es wie eine Pigne, wie ein Tannenzapfen aussieht von der Form, wenn man von oben drauf schaut. So, willkommen hier in der Altstadt von
Sanremo. Wir sind hier auf dem Piazza Cassini. Ne? Ein wunderschöner Platz hier. Man sieht es hier, wir haben hier schöne Kirchen. Alte, eingerahmte Häuser, die sich um den Platz säumen. Im Hintergrund noch das Museo Civico. Ja? Und das hier wirklich hier direkt in der Altstadt von Sanremo. Ich sitze hier vor dem weltberühmten Casino in Sanremo. Sanremo war schon im 19. Jahrhundert ein Ort des internationalen Jetsets. Ja, die Franzosen waren hier, Italiener natürlich auch, die Deutschen und ganz viele Russen auch. Und wenn so viele Menschen zusammenkommen, da wird auch gespielt und gezockt, was der Geldbeutel hergibt. Ja? Und das Casino hier, dieser Prunkbau, war erst 1905 fertig geworden. Aber natürlich wurde vorher schon in kleineren Höhlen hier gezockt und gemacht und gegambelt. Ja? Und die ganze Kohle, die der Geldadel so mit sich brachte, zum Fenster rausgeworfen. Ja, man sieht auch diesen roten Teppich. Man ist hier gerne hinaufgeschritten, eventuell nach großen Verlusten im Roulette und in Blackgammon und was weiß ich, was da immer gespielt wird. Ja, ist man vielleicht nicht ganz so gerne mehr hinabgeschritten, je nachdem, welchen Abend und wie viel Glück man am Spiel so hatte. So, wenn man von hier, von Piazza Cassini nach dort in diese Richtung geht, durch dieses ohnehin schon abgefahren aussehende Haus und diesen Torbogen, kommt man durch in ein absolutes Geflecht von kleinen Gassen, kleinen Läden, kleinen Restaurants. Man sieht so ein bisschen aus wie im Mittelalter, völlig abgefahren. Man fragt sich, wo ist man hier eigentlich? Ja? Und durch dieses Gassengeflecht da hinter mir kann man also auch bis zur Madonna della Costa hochlaufen, zur Wallfahrtskirche aus dem 14. Jahrhundert. So, nach einem zugegebenermaßen etwas sehr beschwerlichen Aufstieg hier von der Innenstadt Sanremos auf einen Hügel habe ich es doch geschafft zur Madonna della Costa, ja, dieser wundervollen barocken Kirche im Hintergrund der Wallfahrtskirche aus dem 14. Jahrhundert ursprünglich. Die ist ein paar Mal restauriert worden und am Ende kamen diese schmucke Teile da mir raus, die so im Stil vom 17. 18. Jahrhundert, also mit viel Marmor, Stuck und der Belle Epoque hier geschmückt war. Ja, ganz toll. Man hat einen super Ausblick über die Stadt Sanremo und den Hafen. Ja, also wenn man es einmal geschafft hat, man kann natürlich auch mit dem Auto hochfahren, aber ich bin hier den harten Weg schön gelaufen, von unten noch ein paar Mal verlaufen, ein paar Treppenstufen hochgegangen, die dann im Nichts geendet sind. Ja, aber am Ende habe ich es geschafft, ich war ganz froh. Musste erstmal eine kleine Pause einlegen, aber jetzt hier, es lohnt sich schon auf jeden Fall hier hoch zu kraxeln, zur Madonna della Costa.